Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man iBus auf Xubuntu mit mehreren Tastaturlayouts einrichtet. Das Ganze funktioniert wahrscheinlich auch für das normale Ubuntu. Das Problem, was ich dabei lösen will, ist, wenn man Xubuntu standardmäßig installiert, dann hat man kein iBus installiert. Das installiert man dann, weil man japanische Eingabe haben will, und dann stellt man fest, irgendwie funktioniert das nicht mit dem japanischen Layout von der Tastatur und dem deutschen. Da kann man dann irgendwie nur eins wählen. Ist auf jeden Fall ein bisschen nicht so schön. So, und ich zeige jetzt, wie das geht. Und zwar öffnet ihr einfach hier euer Menü und gebt wahrscheinlich bei euch, wenn ihr ein deutsches Ubuntu habt, gebt ihr da Tastatur ein. Ich gebe in meinem Fall Keyboard ein und dann öffnet sich so ein Dialog hier und ihr wollt dann zu Layout oder vielleicht Eingabegebietsschema. Ihr seht schon bei mir, nur als Information, ich habe hier Deutsch und Japanisch. Was wichtig ist, das hier muss unangeklickt sein, also hier so ein, da darf kein Häkchen oder ein X drin sein. Noch eine Information, die werden hier auch gar nicht benutzt. So, wenn das so ist, dann ist das okay. Dann schließen wir das hier. Und jetzt wollen wir die iBus-Settings aufmachen. In meinem Fall gebe ich dafür iBus ein. Und ihr könnt das dann hier im Menü wählen. Oder ihr habt hier euer Anti oder Anti, wie man, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht. Macht den Rechtsklick und dann könnt ihr hier auf Preferences oder Einstellungen gehen. Und dann öffnet sich dieser Dialog hier. Und da wollt ihr nach Advanced oder erweitert. Und das hier darf nicht angeklickt sein. Das ist die wichtige Einstellung. Wenn das hier angeklickt wäre, dann würde iBus die Informationen benutzen, die wir eben in dem Dialog eben hatten. Aber wenn das hier nicht angeklickt ist, so wie jetzt, dann benutzt iBus sein eigenes System. Das bedeutet, wir gehen hier mal auf Eingabemethoden. Ich habe hier Deutsch und Japanisch. Und da iBus jetzt sein eigenes Layout benutzt, heißt es, dass ich, wenn ich die deutsche Eingabemethode habe, auch ein deutsches Layout habe. Und wenn ich Anthy als Eingabemethode habe, dann habe ich ein japanisches Layout. Und genauso wäre es dann so, wenn ihr Chinesisch hättet, dann wäre es ein chinesisches Layout. So, aber das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, es hat geholfen. Fragen, Anmerkungen in die Kommentare.